Hallo zusammen zu einem neuen Filmduell heute. Ich habe zwei Filme rausgesucht für euch, zwei Buddy-Movies und wollte die mal in einem kleinen Duell gegeneinander antreten lassen. Ich muss jetzt mal kurz schauen, von wann die sind. Okay, 2002 ist der eine und der andere. Da steht jetzt natürlich das Jahr nicht drauf, doch 91, sozusagen 11 Jahre Unterschied. Wir fangen an mit dem Buddy-Movie Auf die harte Tour mit James Woods und Michael J. Fox. Eine Actionkomödie, die jetzt ins Duell geht. Mit Eddie Murphy und Robert De Niro in Showtime. Auch eine Buddy-Komödie. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum gehen diese beiden Filme bei mir ins Duell? Also, wir haben hier in dem neueren Film den Robert De Niro als alten, abgehalfteten Cop. Ja, der eine Menge Erfahrung hat. Und wir haben hier den James Woods als abgehalfteten Cop, der eine Menge Erfahrung hat. Das sind jetzt schon mal zwei Punkte, zwei alte Cops. Und hier in Auf die harte Tour bekommt der James Woods einen Filmstar als Buddy hinzugefügt. Unfreiwilligerweise, weil der Michael J. Fox damals noch in jungen und guten Jahren, bevor er die Krankheit dann hatte und konnte dann keine Filme mehr machen. Aber in dem Film ist es nochmal richtig viel Witz geboten, muss ich sagen. Es ist auch einer der besseren Filme, kommt auf jeden Fall unter die Top 100. Und da war ich damals als Jugendlicher im Kino 91 und wir fanden ihn super witzig, super genial. Der Filmstar Michael J. Fox wird dem James Woods unfreiwilligerweise als Buddy zugeteilt, weil er eben, Michael J. Fox möchte einen Film über Polizeiarbeit und möchte da in dem Film selber der Cop sein, der harte Cop. Und dann wird er eben jetzt einem echten harten Cop zugeteilt, damit er mal sieht, wie das auf der Straße so abgeht, wie die Polizeiarbeit ausschaut. Und in diesem Fall ist es so, dass der Robert De Niro auch ein verdeckter Ermittler ist bei der Polizei, ein harter Hund. Und wir haben hier den Eddie Murphy als zwar erfahrenen, aber nur Streifenpolizisten. Und der wird jetzt unfreiwilligerweise dem Robert De Niro zugeteilt, weil die beiden auch ein Duo bilden müssen, weil es eine neue Reality-TV-Serie geben soll, wo die beiden eben die Hauptrolle spielen. Das heißt einmal Robert De Niro als harter Cop, also guter Cop, böser Cop. Ja? Und dann kommt natürlich der Eddie Murphy, muss da mitspielen und hat natürlich jetzt einmal nur den Streifendienst bisher gekannt und dann ist er eben in den Ermittlerkreisen tätig für diese Reality-TV-Show. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Film der bessere ist. Und ich muss sagen, es ist ja, also auch dieses Rennen ist für mich persönlich schwierig. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn der eine Film scheiße ist und der andere Film ist gut. Und hier habe ich natürlich auch zwei Filme, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Der ist ja ein bisschen älter, ein bisschen angestaubter, der Auf die harte Tour. Showtime ist ein bisschen moderner und ich muss aber dazu sagen, der Pluspunkt in dem Fall schauspielermäßig geht natürlich an Robert De Niro und Eddie Murphy. Das ist so mehr meine Riege. Ich finde die beiden auch super. James Woods und Michael J. Fox machen eine gute Figur und sind ein super Duo in diesem Film. Aber ich muss ja eine Entscheidung treffen, also fangen wir einfach mal bei den Schauspielern an. Die gefallen mir bei Showtime besser. Vom Witz und von der Ernsthaftigkeit. Robert De Niro ist mehr der Ernste und Eddie Murphy ist der gekonnte Witzige. Und hier ist James Woods der Harte und Michael J. Fox der Schnösel, der verwöhnte Filmstar.
ist eine Ecke eine andere Geschichte, eine Ecke anders als die hier. Aber es sind zwei Buddy-Movies und ich muss sagen, wenn ich jetzt nur einen nehmen dürfte, würde ich Showtime nehmen. Aber ich würde gerne beides sehen, weil es sind echt beides gute Filme und deswegen ist es jetzt natürlich schwierig für mich, das Rennen hier zu machen für Showtime. Aber ich werde jetzt letzten Endes für Showtime entscheiden. Jetzt, was die Action-Szenen angeht, er ist halt ein bisschen moderner, mehr Witz. Wobei, das kann man jetzt so gar nicht sagen, weil der hat auch viel Witz dabei. Vielleicht eine etwas ernstere Hintergrundgeschichte mit diesem, ja, Mörder, der da im Endeffekt, es muss ja auch ein Fall gelöst werden. Und der ist hier ein bisschen ernster, ein bisschen, ne, nicht düsterer, aber halt, das ist mehr Komödie, das ist auch eine Komödie, aber das ist noch ein bisschen lockerer wie das. Der hat manche ernste Szenen natürlich auch dabei, aber irgendwie find ich sie beide geil. Also, der Michael J. Fox spielt hier eine super Rolle, muss ich sagen. Also, für alle, die den Film nicht kennen, schaut euch bitte beide an. Und weil das Rennen so eng ist, jetzt hier bei Showtime und bei Auf die harte Tour, möchte ich jetzt den Verlierer nicht zu sehr abstrafen, weil es gar keinen richtigen Verlierer gibt. Wir haben hier 5 Punkte für Showtime und 4,9 knapp dahinter auf die harte Tour. Richtig genial, die beiden Filme machen mordsmäßig Spaß und gehören in jede gute Sammlung. Ja, das sei hier nochmal mitgeteilt. Also letzter Film von Michael J. Fox, glaube ich, war das. Und er macht eine gute Figur hier in diesem Film und hier Robert De Niro und Eddie Murphy natürlich auch super. James Woods hat jetzt nicht ganz so viele Filme gemacht, aber das Duell geht jetzt für Showtime aus und in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Filmduell. Macht's gut, ciao, ciao.